Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Valheim. Und heute werde ich nur eine kurze Aufnahme machen, aber ich habe trotzdem so den ein oder anderen Punkt, den ich doch abklappern wollte. Ich glaube auch tatsächlich, heute werden wir mal nicht in die Ashlands gehen, sondern die ganzen Sachen, die jetzt tatsächlich sich aufgestapelt haben, angehen. Zuallererst würde mich brennend interessieren, wie ist es mit unserer Rebe, ob die gewachsen ist oder nicht, weil dann würde ich da nämlich entsprechend, je nachdem wie das gewachsen ist, das auch weitermachen. Aber warte mal, ich nehme mir direkt mal ein bisschen Holz mit und sogar, warte, fangen wir damit doch mal an. Hä? Wo ist das Werkzeug? Oh oh. Hä? Scheiße, wo habe ich mein... Wo habe ich denn das Werkzeug hingetan? Bin ich bescheuert? Hier war doch unsere Hacke. Habe ich die nach oben gebracht? Möglich, ne? Warte mal. Ich nehme mal kurz hier die Samen raus schon mal. Das waren die hier. 23 Stück. Oh! Oh! Neue Items! Warte mal. Ach ja, doch, Feuerholz haben wir unten. Da will ich mal kurz reinschnuppern. Aber natürlich werde ich die nicht verbraten, ne? Wir haben jetzt erstmal ein paar von diesen Samen. Ich glaube, wenn wir die Beeren abernten, kriegen wir auch immer ein bisschen Samen dazu, oder? Aber ich wollte mal das neue Essen angucken. Was haben wir denn hier? Das kennen wir schon alles. Karottensuppe. Da! Gesundheit 95. Das Beste, was wir bisher hatten, war dieser Schlangentopf, ne? Schlangeneintopf. 80. Boah! Das ist deutlich, deutlich besser. Aber deutlich, deutlich besser. Krass. Brauchen das hier, roher Fisch, ja, ja, das ist alles uninteressant. Was haben wir hier noch so? Bitte nicht, dass wir kochen müssen, weil da kann man die Werte nie sehen. Das kann man erst, wenn man es gekocht hat. Ungekochter Nebelhase. Aber hier waren doch noch andere Sachen. Da, brodelnde Beerenbrühe. Dafür brauchen wir den Farn und das ist die neue Magienahrung. Die, Harz und das. Würzige Marmelade. Das ist die Ausdauernahrung. Die ist auch deutlich besser als die, ne? Aha. Honig, Beeren und Straußenfarn. Das wollte ich nur wissen. Das bedeutet, wir brauchen richtig, richtig viele von diesen Beeren. Sehr gut. Ja, dann gehe ich mal nach oben. Hol die Hacke, warum auch immer ich die in die Rüstkammer gebracht habe. Was war denn da los? Mein Plan. Ja, hier ist eine, ne? Aber ist das die geskillte? Nee. Ich habe keine Ahnung, wo ich die hingetan habe. Bin ich gerade echt maximal verwirrt. Gut, wie auch immer. Wollen wir die mal kurz aufskillen? Nee, ist eigentlich egal, ne? Für das, was wir vorhaben. Let's go! Verdammt, ich habe Holz vergessen, ich Idiot! Oh. War das immer schon so grünlich? War das nicht vorher gelb? Ah ja, doch, hier sieht man's. Hier ist es gelb. Hier sind nämlich Ebenen. Und hier ist Grasland. Interessant. Aber was ich gucken wollte, war hier. Oh, wir haben gar kein Licht. Ich dachte mir tatsächlich, das ist mittlerweile nach oben gewachsen. Kann aber auch sein, dass das länger braucht, ne? Ich frage mich wirklich, ob das weiter wächst oder ob das jetzt so bleibt. Und falls ja, frage ich mich, wie kriege ich, dass es auch noch da oben wächst? Weil ich kann ja nicht den Boden hochziehen, den bauen und hier hochwachsen lassen, dann den Boden wieder runter machen und... Oh! Ich habe nichts gesagt. Wow. Okay, okay, geil. Okay, das finde ich geil. Okay, Moment. Dann laufen wir mal direkt nach unten. Ich laufe sogar hier durchs Lootloch. Und hole mir ordentlich Holz. Ein Fuffi-Stack sollte, glaube ich, reichen. Ich nehme mal zwei mit. Und dann machen wir uns da eine richtige Riesenproduktion. Bin ich gerade am überlegen, wie man das am effizientesten gestaltet. Aber ich glaube, wir können da tatsächlich uns... ausleben, wie wir wollen, ne? Ich habe auch überlegt, das mit den Honigdingern zu kombinieren. Aber die dürfen ja unten, die müssen ja unten frei sein, weil die ansonsten kein Bier, kein Bier, würde ich sagen, keine Honig produzieren. So, wo bauen wir das Ding denn mal hin? Ich würde einfach mal anfangen und zum Beispiel würde ich tatsächlich mir erstmal eine Stelle suchen, die am höchsten scheint. Zum Beispiel hier so. Ach, hier ist keine Workbench. Shit. Ja, da habe ich nicht dran gedacht. Da brauche ich hier mal einen hin.
So. Wie machen wir das am hübschesten? Stimmt, ich sollte hiermit arbeiten, wa? Und vielleicht sogar hier dran bappen. Oh, das ist ja eine geile Idee. Stimmt. Wir können es miteinander verbinden. Wenn ich sage, der hier. Ich mach mal. Und so. Und so. Ja, ja. Könnte man so machen. Weil dann kommen wir nämlich, ne, wir machen dann den Rundgang hier mit dem Honig. Obwohl, stimmt. Ja doch, wir könnten auch so machen. Immer auf E drücken. Und dann können wir es auch so aufsammeln. Und dann gehen wir hier lang und sammeln die Beeren auf. Oder? Ah, wenn ich jetzt gerade so drüber nachdenke. Oh nein, dann ist da ein Loks, der ballert einmal auf den Boden und alles ist weg, ne? Ja, jetzt wo ich gerade so drüber nachdenke, ist doch keine so gute Idee. Aber ich hätte trotzdem das Raster gern. Dann mache ich mal so, so. Hier einfach so ein so dran. Zack. Und hier. Und dann das weg. Ja, ich weiß ja nicht. Ich baue einfach mal. Ich habe gerade eine Idee, wie wir das machen könnten. Wenn ich zum Beispiel sage so. Und das weg. Dann haben wir ja hier schon mal das eine Raster. Oh. Warte mal. Und so. Sehr gut. Und dann so, ne? Oder ist das keine gute Idee? Weil ich dachte mir nämlich, wir machen es von der einen Seite und nochmal von der anderen. Dass ich dann da so zum Beispiel mache. Weil ich weiß nicht, ob zum Beispiel, wenn ich jetzt hier was hinpflanze und das hier hochwuchert, dass dann dieser ganze Block sozusagen als bewuchert zählt und deswegen auf der anderen Seite nichts mehr dran wachsen kann. Deswegen mache ich mal so. In der Hoffnung, dass es dann klappt. Gut möglich, dass wir das gar nicht brauchen, aber ich mache es einfach. Warum auch nicht? Ja, ist jetzt nicht ganz bündig, ne? Warte mal. Das kriegen wir besser hin. Da mache ich kurz Millimeterarbeit. Müssen wir ja nur einmal. Dann haben wir das Raster ja. So. So, ne? Warte. Oh, die Musik. Ah. Wunderschön. Halt. Da kann ich die wieder abreißen, sonst bappt der falsch an. So. Und so. Und zack. So, und dann überlege ich sogar, das noch weiter zu ziehen, damit wir hier eine noch größere Produktion haben. Oder aber, wir machen einfach so. Mehr Platz lassen? Nee, ne? Ich baue einfach mal. Wir können das ja immer noch abreißen, wenn wir wollen. Alles gut. Hier ist ja nichts in Stein gemeißelt. Warte. Scrollen und nochmal. So viel zum Thema, ich muss das nur einmal machen. So. So, mach ich mal. Nee, zu weit oben. Ah, so sieht man es besser. Aber es ist auch schwerer zu anzutargeten, ne? Wir müssen dichter rangehen. Mach ich mal so. So. Sehr gut. Und dann hier nochmal so oben drauf. Da bin ich ja sehr gespannt, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ich glaube aber ja. So. Und das gleiche nochmal auf der Seite. Dann haben wir zwei große Wände. Und da gucken wir mal, wie die Ausbeute ist. Wenn uns das nicht reicht, können wir ja immer noch das Ganze erweitern, ne? Und ich nehme mal die Hacke raus. Ich frage mich immer noch, wo wir unsere alte haben. Keine Ahnung. So, ich mach mal hier hin. Dann an den ein. Hier. Und ich hoffe, dass das hier ausreicht, dass er trotzdem hochwächst. So. Und dann nochmal... Ah, shit. Ich kann die ja nicht zu dicht pflanzen. Was ich probieren könnte ist, ich probiere mal so. Und hier, erstmal von der Seite. Und dann gucken, ob ich danach auf der anderen Seite das platzieren kann. Ich probiere es einfach. Ne? What should it? So. Dann hier nochmal. Der hier. Und der. Und das beobachten wir dann mal. Da bin ich ja sehr gespannt. Weil das hier, ne? Sieht ja gar nicht schlecht aus. Oh! Her damit! Oh, das sieht voll schön aus, ne? Grün wäre natürlich noch schöner, aber...
Sieht auf jeden Fall schöner aus als in den Aschelanden. Wenn es hier so ein Sonnengebiet ist. Oder? Mit diesem kräftigen Rot hat was. Gut, das hätten wir schon mal. Dann werden wir das weiter beobachten. Dann gehe ich mal zurück. Und wir gehen direkt Harz holen. So, hör damit. Damit. Und hiermit. So, sehr gut. Und wieder zurück. Hervorragend. Ich überlege gerade tatsächlich schon mit dem ersten Magiefood, dem neuen Magiefood anzufangen. Ich weiß aber nicht, ob das schon zu früh ist. Denn eine andere Sache, die ich hier mich auch machen wollte. Wir haben ja schon damit begonnen, zum Beispiel die Samen, weil wir hier eine Reihe frei haben, passt das perfekt hier mit rein. Aber zum Beispiel die Beeren nicht. Und hier habe ich mir überlegt, das sind ja alles Beeren, die man, ne, die sind Speisebeeren, die auch Nahrung sind, das sieht man ja auch an der Gabel. Und deswegen würde ich die tatsächlich anders einsortieren, die Kotzebeeren. Oder? Keine Ahnung wie, keine Ahnung wo, theoretisch brauchen wir sie niemals. Ich habe überlegt, einen Stack einfach immer in unserer Essenskiste zu lassen. Falls man mal Bock hat. Aber ansonsten bringen wir sie einfach immer hoch in den Speicher, ne? Obwohl, nee, das ist auch doof. Ich pack mal hier das noch nicht einsortierte rein, wo wir uns unschlüssig sind. Das sortieren wir als letztes aus. Aber es gab ja auch noch andere Sachen. Zum Beispiel hier diese Knochen, ganz ehrlich. Da haben wir schon zum Beispiel so viele. Und wir haben hier eine Knochen- und Zähnekiste. Und da machen wir das mal folgendermaßen. So. Und so. Und wir machen hier in die Reihe die hier. So. Und außerdem 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. Und dann haben wir das auch einsortiert. Den Rest bringen wir hoch. Schmeiße ich mal davor. Gut möglich, dass wir da häufiger gehen müssen. Weil wir jetzt einiges nach oben bringen, glaube ich. Dann gehe ich nochmal zurück. Und wir hatten hier den Schweif, die Haut und die Blase. Das sind eigentlich Monsterteile. Monsterorgane. Ne? Die könnten wir theoretisch hier einsortieren. So. Und dann nochmal. So, so und so. Ja, dann haben wir da so das alte und hier so das neue. Finde ich gar nicht schlecht. Dann haben wir hier die Haut. Da dachte ich mir, wir haben hier Felle und hier haben wir Trollleder. Und das ändern wir mal. Und zwar zu welches Wort ist am besten? Passt am besten? Stein eigentlich. Aber ich sollte eins aus der Reihe nehmen. Teer. Ich nehme mal das Wort Teer. So. Dann das kurz weg. Und das ist der Teer. Das Teerschild. Sehr gut. Und das machen wir hier. Trollleder. Füge ich mal ein. Und dann mache ich ganz das ganz hinterste. 1, 2, 3, 4. Und ich nenne es mal heute. Ja, Felle und heute. Weil hier ist dann Trollleder drin und gleichzeitig dieses Leder. Und heute und Leder und alles Mögliche packen wir dann immer da rein. Finde ich tatsächlich besser so. Theoretische Lederreste sind eigentlich auch heute, ne? Eigentlich, ja, eigentlich gehört das noch um. Dann mache ich das auch. So. Ja. Ja, finde ich besser. Dann haben wir hier genau alles, was Fell ist, eindeutig als Fell definiert ist. Und hier drüber alles, was als Haut definiert ist. Oder soll ich es Leder nennen? Ja, aber das Ding ist, wenn ich es jetzt Leder nenne, weil das ist Leder, dann das hier ist jetzt aber eine Haut. Wisst ihr, was ich meine? Dann ist oh nein! Stimmt, ich könnte vielleicht mal ein bisschen Platz machen und die Tränke wegpacken. Dann trinke ich sie nicht nur nebenbei, sondern also aus Versehen trinke ich sie nicht nur, sondern sie sind außerdem auch nicht so eine Sperre. Den hier hin, das hier hin, den hier hin und den so. So war das immer, ne? Ja. Und da, ich habe keine Ahnung, wo der ist.
Ich weiß es wirklich nicht mehr. Wenn ihr es wisst, dann schreibt es mal bitte in die Kommentare. Ich habe keine Ahnung, wo ich die Hacke hingetan habe. Vielleicht, weil er falsch gespeichert hat, ne? Das eine Mal. Kann das sein? Das kann gut sein. Weiß ich nicht. Gut, wie auch immer. Holz wieder rein. Nee, nicht wieder rein. Shit. Wir müssen erstmal das Ding da wieder zubauen. So und so. Und außerdem die Trap wieder abreißen. Sehr gut. Dann wieder hineingeschmissen und wir sortieren mal ein bisschen weiter aus, weil hier gab es ja noch ein bisschen anderen Stuff. Hier zum Beispiel haben wir einen Asquin Brustkorb. Das sind genau genommen Knochen, ne? Knochenschlund Zähne sind auch Knochen. Knochen und Zähne kommen hier rein. Wobei dieser Brustkorb, der wird längst alles Fleisch entfernt. Knochen, Wolfszahn, verkohlter Knochen, Knochenschlund Zähne. Ist das jetzt Knochen oder ist das Organ? Ich würde es erstmal zu Organ sortieren. Einfach weil es noch so selten ist, scheinbar. Ne? Die anderen Knochen kriegen wir ja mehr als genug. So, was haben wir denn hier? Holzkohleharz, Morgenherz ist definitiv Monsterorgan. Und dann haben wir hier noch verkohlter Schädel. Auch mit zu Knochen und Zähnen, ne? Hierhin vielleicht. Ja, allmählich, ne? Wird's hier doch ein bisschen friemelig. Ich habe auch überlegt, diese beiden sind jetzt momentan nur für Suttlingskerne und nur für gefrorene Drüsen. Und ich glaube, das mache ich mal anders. Wir werden hier jetzt mal... Ach, shit. Her damit. Und nochmal hingebaut, weil das werden wir jetzt folgendermaßen umsortieren. Wir machen es thematisch nach Element. Wir haben ja hier Magie. Dann mache ich hier, mache ich Schleim zu... Ups. Ja, egal. Oh shit, komme ich da dran, bitte? Ja. Och nö. Oh, bitte nicht. Ich will da nicht runter. Nein. Na gut, komm. Dann baue ich hier kurz so ein Ding dran. Und ein Brett dran. Und nach unten. So. Hier haben wir Magie. Wenn ich von der anderen Seite gucke, komme ich dann da dran, ohne runterzufallen. Das wäre nett. Das ist es. Das heißt gerade Schleim. Und das nenne ich mal um... Warte. Felle, ne? Oh, warum ist denn das so klein und das so groß? Ist aber nicht schick. Nee, das will ich nicht. Moment mal. Ja, doch, ich sehe schon. Ich mache mir das hier wieder viel zu leicht, ne? Aber wenn Häute und Felle so verschieden groß sind, sieht das sehr komisch aus. Ich könnte das von Federn einfach kopieren. Das mache ich mal. Also nochmal auf. Weil, stimmt, weißt du was? Ich reiße es jetzt mal auf und reiße es erst... Mache es dicht, wenn wir komplett fertig sind. Weil was soll das denn die ganze Zeit hier aufreißen und... Bringt ja nichts, ne? So, kopieren. Und dann machen wir das gleiche nochmal heute. Federn. F-E-D-E-R-N. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Heute. Besser. Oh ja, viel besser. Wir sollten pennen gehen, ne? Wegen Helligkeit. Das hier wollte ich noch kurz machen. Ja, wohl, warte. Ich gehe kurz schlafen. Dann machen wir hiermit weiter. Und ich kann schon das hier hochbringen. So. Hervorragend, weil Knochen hatten wir doch auch schon richtig, richtig viele auf dem Speicher. Monsterfleisch, Fleisch, Beeren, die waren hier, ne? Da, Knochen. Oh. Rein damit! So. Und wenn wir das nächste Mal welchen hochbringen, müssen wir wieder eine neue Kiste bauen, ne? Aber wir haben ja Gott sei Dank schon alles vorbereitet. So schnell sollte unser Feicher nicht... Unser Speicher nicht überfüllt sein, das wollte ich sagen. Feicher überspült. So, gute Nacht. Guten Morgen und ich sehe gerade,
Wir müssen wieder Feuerholz nachlegen. Oh, und unsere Feuerholzkiste geht auch immer mehr down. Ja, ne, das liegt aber auch... Och, nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Oh, Gott sei Dank. Er hat sich tatsächlich noch gefangen. Warte mal, da muss ich nur kurz eine Notiz machen. Ich dachte gerade, das ist schon wieder abgekackt. Aber es geht. Und wir verbrauchen auch immer enorm viel Holz, ne? Wir machen immer hier 10 rein und in die anderen ja auch. Kein Wunder, dass es sich dann auch so schnell verbraucht. Hier rein. Hier. Und natürlich in unserer Sauna. So. Perfekt. Und dann packe ich den Rest hier wieder rein. Ich weiß, dass ich gerade das Holz, also auch unser Bauholz da jetzt reingeworfen habe. Aber ich würde sowieso jetzt erstmal runtergehen und weitermachen. Und wenn wir damit fertig sind, bringe ich ein bisschen Feuerholz wieder hoch, würde ich sagen. Also nix wie Runder. Denn, wie ich gerade schon meinte, werde ich hier jetzt bei dem das in Elemente umwandeln. Ach so, das Holz liegt da oben, ne? Stimmt. Und zwar, welche Schriftgröße nehmen wir denn mal? Schuppen, Chitin. Ja, die Chitingröße finde ich gar nicht schlecht. Nehmen wir das mal. Das ist Federn. Das ist Chitin. So. Und nach oben. Dann packe ich, das sind die Surtlingskerne. Und da sind die gefrorenen Drüsen. Dann füge ich das mal ein. N-I-T-I-H-C. Und das nenne ich Eis. Ja. Sehr gut. Und dann machen wir das gleiche nochmal. Chitin und Federn. Haben die eine gleich große Schrift? Nein. Ich nehme trotzdem den von Federn. Kopieren. Und ich gehe hier nach oben und mache das gleiche nochmal mit dem hier. N, R, E, D, E, F. Richtig, ne? Feuer. Ja. Und bei Schleim mache ich das fehlende Element, was es hier auch noch gibt. Was ist das? Ach, das ist Schleim, ja. Ja, jetzt weiß ich allerdings nicht, wie hoch ich muss. Scheiße, ich hasse das. Verdammt! Möbel, Schmuck. Schmuck, ne? Bitte sag mir, dass ich es erreichen kann und nicht runter muss. Bitte, bitte, bitte. Ja! Zack! Kopieren. Und ich weiß ja trotzdem nicht, wie viel ich zurück muss. Ist ja selten dämlich, was ich hier mache. Hat überhaupt nichts gebracht. Weil es steht ja jetzt oben, ne? Stimmt, ich kann es nachzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13? Glaube ich. 3, 4, 5. Ich mach mal einfach irgendwas. Ja, aber richtig. Oder? 13. Gut. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1, 3, 4. Gift. Nein! Okay, nochmal. Einfügen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Halt, warte mal. Was stand da eigentlich nochmal? Das hat 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 6, 7 Buchstaben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So. Gift. Nein! Schon wieder ein zu viel, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Jetzt ist es richtig. Oh, Gott sei Dank. Und jetzt geht... Nein, Buch! So, jetzt haben wir Eis, Feuer und Gift.
Und darunter halt Magie im Allgemeinen. Also was undefinierte Magie ist, ne? Weil letzten Endes, das bezieht sich ja eigentlich auch auf Magie. Und bei Frost haben wir da bisher noch gar nicht so viel. Nämlich nur die gefrorenen Drüsen. Ich bin mir sicher, bei Arktis wird noch was dazu kommen. Oder? Mit ziemlicher Sicherheit.